Ja, Leute, mehr als bekannt dieser Spot hier an der alten Festung. Allerdings ist es auch der Spot, den man, glaube ich, als erstes befischen sollte, wenn man Level 12 geworden ist, noch nicht so ganz sicher ist, wo geht man hin an der alten Festung, was will ich überhaupt fangen? Erstmal an diesen Spot und dann sehen wir weiter. Also heißt für dich, wenn du frisch Level 12 geworden bist und endlich zur alten Festung kannst, erstmal ratzfatz hier an diese Stelle. Es ist eine Stelle, an der so gut wie alles läuft. Also viele Fische, unterschiedliche Fische, zum Teil auch große Fische. Und vor allem mit unterschiedlichsten Ködern. Dazu kommt, wie ich auch schon in den letzten Videos gesagt habe, wichtig ist, wenn du zur alten Festung gehst, hast du im Idealfall am Moskitosee und am Windenbach schon so viel Silber dir erarbeitet, dass du mit diesem erarbeiteten Silber deine Skills nach vorne gebracht hast. Und zwar zum einen in der Köderbeschaffung, dass du hier ungefähr eben bis zum Knoblauchteich geskillt hast. Und zum anderen bei der Angelfutterzubereitung mindestens mal hier in diesem Bereich 3, also bis zur dritten Stufe, bis dahin geskillt hast, damit man dann auch Anisöl zum Beispiel verwenden kann. Das ist wichtig, um an der alten Festung dann Brassen kloppen zu können. Wenn du das noch nicht hast, wenn du noch nicht so weit bist, zack, zurück an Windenbach, ab an Moskito, mach einen Schuh, Alter, da ist die alte Festung einfach nichts für dich. Ist einfach so, wie es ist. Du stellst dich hier hin, du wirst blank gemacht oder du fängst einfach gar nichts. Die zwei Möglichkeiten hast du. Du schmeißt vielleicht eine Kartoffel rein, es geht ein dicker, fetter Amur dran. Willst du gar nicht haben. Das heißt also, wir müssen langsam anfangen mit Level 12 an der Festung ein bisschen zu steuern und zu regeln sozusagen. Wir wollen gewisse Fische haben und das können wir mit der Futtermische beeinflussen. Das ist der Punkt. Heißt jetzt also an diesem Punkt, an dieser Stelle hier, habe ich vorher, gerade eben schon, Schleienfuttermische reingeschmissen. Schleienfuttermische, 7 Stück. Und ich habe nochmal irgendwie ein Bällchen Karpfenmische reingeschmissen. Ich will ja ein bisschen Mischmasch auch haben. Also diese Kombination, Schwerpunkt wie gesagt auf die Schleien. Und so sieht es gerade aus. Ich stehe seit 8 Uhr morgens hier, habe so ein bisschen rumprobiert, also auch schon eine etwas längere Zeit. Und ihr seht, es ist kunterbunt. Also angefangen eben, wie gesagt, hier vom Aal an der Stelle. Dann gehen aber natürlich auch Schubbis rein, Schleien gehen natürlich rein, immer verschiedenste Größen auch. Amure gehen natürlich auch rein und natürlich sowas hier wie Giebel und Karauschen. Das bleibt natürlich auch nicht aus. Jetzt in der Nacht sehe ich zu, dass ich wieder die Köder etwas ändere. Ich bleibe jetzt hier auf Mistwurm an der Stelle. Ich habe übrigens keinen Clip, ich werfe das ungefähr so, dass ich ungefähr hier an dieser Kante bleibe, ne? Ohne Clip, wenn ihr unbedingt klippen wollt, keine Ahnung, 8 Meter oder was das sind, wird schon passen. So, Mistwurm läuft, übrigens auch sehr, sehr gut für Schleie. Das heißt, wenn ihr am Windenbach wart und da habt ihr schön mit Mistwurm rumhantiert, das geht hier auch. Jetzt nehmen wir hier nochmal den Tauwurm, werfen wir genauso raus, zack, auch an die gleiche Stelle. Und das sieht auch schon gut aus hier. Komm mal ran hier, Alten. Solche Brocken übrigens auf dem Anfängerset, die machen euch schon richtig madig. Ich stehe hier gerade mit 9 Kilo Vorfach. Heißt also, wenn ihr hier mit dem Starter-Set seid, mit 4 Kilo, hättet ihr hier gerade schon einen fetten Drill gehabt. So, auf dem Mistwurm und Mais ändern wir jetzt hier auch nochmal für die Nacht. Auch da gehe ich doch nochmal mit dem Tauwurm auch rein, denn einfach mal, aber nee, warte mal, wir gehen mit dem Fischfetzen rein, denn ich hatte den ersten Aal natürlich, den nehmen wir natürlich auch gerne mit, wenn wir denn hier schon mal stehen, den hatte ich auf dem Fischfetzen, das heißt auch hier testen wir natürlich gerne
nochmal auf Fischfetzen. Also, jetzt für die Nacht umgestellt alles. Vorher hatte ich dran Mistwurm, Quarkteich hatte ich, kann man allerdings relativ schlecht erst, also ab Level 16 erst herstellen. Heißt also, die verschiedenen Teige nochmal testen, sowas wie Perlengraupenbrei kann man natürlich auch testen, Erbsenbrei und sowas. Also die ganzen Teige, die man halt herstellen kann, auch hier testen. Maiskorn kann man natürlich auch gut nehmen, Käse kann man irgendwann natürlich auch nehmen. Also solche Sachen oder Honigteig, sowas geht natürlich auch immer. Und ansonsten Mistwurm, Regenwurm, best. Und für die Nacht dann natürlich die Teige alle runternehmen. Da versuchen wir dann tatsächlich doch nochmal unser Glück auf dem Aal. Hier ist eine Stelle, wo immer mal wieder auch der Aal reingeht. Mal als Hotspot, mal einfach nur so als Beifang. Und ja, ein Aal ist halt immer ganz nett als Beifang. Das heißt, so einfach mal zwischendurch noch einen Aal mitnehmen, schadet halt nicht. Aber ansonsten soll es eben auch kontinuierlich noch weitergehen. Es sollen auch noch andere Brocken reingehen. Gucken wir mal, was da jetzt gleich noch passiert. Wie gesagt, im Großen und Ganzen bin ich ganz zufrieden. Es ist halt recht unterschiedlich, auch von den Ködern, wie gesagt, die ich verwende. Dementsprechend unterschiedlich ist das Bild, was sehr gut ist. Denn so kann man eben auch an der alten Festung solche Kaffeeaufträge eben mal eher oder leichter auch abschließen. Zack, es sind immer mal wieder Giebel drin, es sind Karauschen drin, die Schleien sind immer mal wieder drin. Oder eben auch hier Schuppenkarpfen mit 3 Kilos immer mal wieder drin. Also das will man ja auch absolvieren, damit es auch gut weitergeht. Zack, hier auf dem Mistwurm was Kleines. Hauptsache, wir haben weiterhin Frequenz und ziehen halt konstant weiter raus. Auch auf dem Mistwurm übrigens gehen die Aale drauf. Auch auf dem Regenwurm werden auch Aale gefangen. Also das sind alles Köder, die man eben auch so verwenden kann. Das heißt, man muss nicht immer nur Fischfetzen oder Tauwurm verwenden. Wobei da schon natürlich die auch die etwas größeren mal drauf einsteigen. Ansonsten heißt es einfach rumprobieren. Wie gesagt, probiert es nicht aus, wenn ihr keine Futtermische oder sowas herstellen könnt. Geht erst an die alte Festung, wenn ihr die Basics in der Tasche habt. Wenn ihr das noch nicht habt, zack, zurück an den Windenbach. Schön mit einem kleinen 18er Haken und Mistwurm oder Regenwurm ab oben in die Kurve hinstellen, rausziehen die Dinger, schön die kleinen Brocken rausziehen und gut ist. Und dann einfach loslegen hier, Skillpunkte hochpushen, geht hier wie gesagt ungefähr bis zum Knoblauchteig und bei der Angelfutterzubereitung dann hier bis Level 3, dass ihr dann hier das Brassenzeug herstellen könnt. Und dann geht es an der alten Festung, wie gesagt, hier auf Brassen. Die verschiedensten Spots gibt es natürlich schon mehrfach. Ich verlinke da einfach nochmal vielleicht ein Video zu dem Brassen-Tutorial-Video. Ansonsten, es gibt immer wieder an den verschiedensten Stellen gute Möglichkeiten, auf Brassen zu gehen. Link übrigens zum Discord, wo die ganzen Spots immer schön verlinkt werden von der Community. Einfach mal unterm Video gucken. Da seht ihr dann auch, wo diese ganzen aktuell laufenden Spots sind. So, jetzt ziehe ich hier noch ein bisschen raus und teste hier noch ein bisschen. Und dann würde ich sagen, gucken wir gleich mal kurz ins Café und verkaufen das alles. Ja, die Morgenstunden sind sozusagen schon mal durch. Wir haben es mittlerweile 5 Uhr. Und es ist so langsam durch mit der Chance auf Aal. Heißt also, weiter versuchen, etwas anderes zu fangen. Und das bedeutet, wir müssen zumindest so ein paar eindeutige Komponenten mal ein bisschen wieder umbauen. Es geht dann wieder zurück. Ich teste mal, das hatte ich bisher noch nicht probiert, mal so in Richtung 6er Haken. Und da nehmen wir die Made drauf. Made geht ja nur bis maximal zum 6er Haken. Deswegen mussten wir da jetzt das einmal umstellen. Und dann probieren wir jetzt hier auch nochmal mit der Made. Auch das natürlich immer wieder eine Chance oder eine gute Chance, dass man damit mal so ein bisschen auch auf die Schleie geht. So, ja, jetzt geht es halt wieder von vorne los. Ich würde sagen, in der Zwischenzeit rennen wir mal kurz zum Shop und gucken, was das Ganze bisher gebracht hat. Und ich will gerade losrennen, da bimmelt es direkt wieder los hier. Made erst ausgeworfen, zack, sofort Attacke, jawohl, eine Karausche. Auf dem Tauwurm zuppelt es auch noch rum. Also, es geht gerade los. Ja,
Ich muss mich mit ein bisschen sputen, damit ich hier gleich auch schnell wieder zum Spot zurückkomme. Also, jetzt mal schnell losrennen. Zack, zack, zack. Und ab geht's schnell. Genau, schnell wieder zurück. Man merkt schon, so zwischen 5 und 6 Uhr ist dann wieder die, ja, das ist quasi der Tag wieder. Und dann sind auch einige Fische direkt wieder deutlich aktiver. Schnell mal eben reingucken, wie es denn aussieht an der alten Festung. Genau, Giebel und Karauschen, das ist doch schon mal schön. 5 Stück. Ich könnte natürlich jetzt noch ein bisschen länger hier rumwarten und auf kleinere hoffen sozusagen. Die kommen bestimmt auch noch zwischendurch mal mit rein, gerade wenn man so mit der Made aktiv ist. Aber für 8 Silber, das kann man mal eben machen. Barsche, wenn ihr Bock habt auf Barsch übrigens, hier bei dieser Auftragskombination sind auch regelmäßig drin. Einfach mal hier unten hinstellen. Hier unten in diesem Bereich einfach mal testen auf Barsch, gerne mit der Jig-Montage. Aufpassen, Hechtgefahr, heißt also da auch mit ein bisschen dickeren Vorfach dran gehen. Guck mal hier, Giebelauftrag können wir auch absolvieren, eben nach Gewicht sortierend. Wir nehmen natürlich die kleinsten ab 350 Gramm, 4 Stück. Zack, haben wir den nächsten, 18 Silber. Trophy Rotauge hatten wir noch nicht, Döbel hatten wir noch nicht. Können wir ausprobieren mit dem Döbel, vielleicht auch einfach mal hier in diesem Bereich dann, auch hier unten zum Beispiel herum, mit der Erbse, einfach mal die grüne Erbse mit reinhängen. Weißer Amur 4 Kilo, ballert bestimmt auch noch mit rein. Barsch, wie gesagt, nicht. Und Brasse, das ändert sich hier gleich nochmal um in 14 Ingame-Minuten. Das warten wir mal kurz. So, schauen wir nochmal rein. Was haben wir bekommen? Es ist der Schuppi reingekommen hier mit 11,5. Den hatten wir noch nicht, zum Glück noch nicht, auf 9 Kilo Vorfach. Das wäre auch ein bisschen heftig. Also im Großen und Ganzen war es das mit den Kaffeeaufträgen. Plus jetzt, ja, alles, was ich hier so rausgezogen habe. Der Aal ballert natürlich, die Schleimballern gut rein. So soll das sein. Ich warte aber, glaube ich, bei manchen nochmal ab. Knappe 80 Silber jetzt hiervon plus. Also mit den Kaffeeaufträgen in Gänze sind wir hier also bei gut 100 Silber, ein bisschen über 100 Silber. Passt für diese Zeit jetzt, fast eine Stunde jetzt in Gänze mit dem ersten Spot, beziehungsweise an der Stelle, wo ich stand. Ja, die Stunde ist auch bald voll. Ich renne wieder zurück. Petri, ihr Lümmels, wenn ihr das Ganze geholfen hat, Daumen da lassen fürs Video, den Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs, freitags, 19 Uhr. Petri.